Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem neuen Let's Play von Call of Duty MB2 und zwar der Solo-Modus, den habe ich so noch nie gespielt. Und jetzt fangen wir einfach mal an und spielen das Ding mal. Ich bin jetzt hier irgendwie auf so einem komischen, so ein Landstrich und muss jetzt die anderen Gegner hier abknallen. Hab ja jetzt aber nur so eine beschissene Waffe hier am Start, da kriegst du ja gar nichts. Und ein Dreier hab ich auch noch. So, lass mich mal hier hin. Ach so, ich komme ja noch gar nicht so weit. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal hier ein paar Gegner abknallen, bevor sich da irgendwas weiter tut hier. So. Da vorne sind die Gegner. Ah, sind die weit weg. Ach, da oben sind auch noch welche. Da oben ist das Ziel hier. Das müssen wir mal gucken hier. Ah, scheiße, die schießen hier schon mit Raketen hier. Ja, mit dem Ding kannst du eh weg. Ich schieß doch die ganze Zeit. So, Kontrollpunkt ist erreicht. Oh, was passiert jetzt? Oh, jetzt öffnet sich die Rampe da oben. Sehr nice. Oh, da tut sich mal was. Oh, jetzt muss ich aber mal schnell hier schießen, sonst bin ich tot. Und die Muni, die geht auch gleich alle. Hier noch 500 Schuss. Ja, stirb. Ja, ja, wir können jetzt hoch. Wir können jetzt hoch, Leute. Ja, jetzt gehen wir hoch. Danke, Digga. Komm, wir genug. So, also, muss ich mir hier irgendwo einsteigen? Ah! Gott, ich bin fast überfahren worden. Okay, rein da. Boah, was ist das für eine Wumme? Das ist eine Wumme, Alter. Das ist eine Wumme, sage ich euch. Wuhuhuhu. Yeah, diese Wumme geht ab, Leute. Mein Gott, wo spielt das eigentlich hier? Dieses ganze Spiel, ich habe keinen Plan jetzt hier. So, Leute, also, ist das nicht etwas eng für die Sonderkommando? Seit wann hat Shepard... Ach ja. Boah! Scheiße! Guckt euch das an! Wie das hier alles wackelt! Boah! Guck mal hier, das stürzt ab, Alter, das Gebäude hier! Das muss man sich mal vorstellen, Leute! Das, was wir hier sehen, das passiert in echt, Leute! Und zwar so ähnlich in Syrien! Und das ist dann nicht mal lustig, Leute, wenn man da als Zivilist ist! Weil, ja, die Leute haben da echt schon Schlimmes erlebt. Tod, Vergewaltigung bei den Frauen. Also ist echt nicht so lustig. Und hier sind wir eben die Soldaten, angeblich die Guten. Aber es gibt keine Guten auf der Welt, Leute, das wisst ihr ja. Jeder Krieg fordert Verluste. Das sehen wir ja auch in Deutschland, Leute. Da gab es so einen komischen Leutnant, gell? Der hat so einen Tanklaster bombardiert. Einfach so, Leute. Und, es sind ganz viele Zivilisten gestorben damals. Ich weiß gerade mal, wie der heißt hier. Ach, Mann, Leute. Das ist katastrophal hier. Schaut das euch an hier. Die Leute hauen ab. Guckt doch mal, die Leute haben Angst. Und da oben sind, glaube ich, irgendwie Rebellen. Das sind, glaube ich, die Taliban, die sich da oben verkrochen haben. Just Servus! Alles klar bei euch! Oh, keine Antwort, komisch. Jetzt fahren wir da mit dem Panzer. Eigentlich dürfte uns nichts passieren. Das Ding müsste eigentlich ein paar Schüsse standhalten. So, was passiert jetzt? Oh, wir müssen die fertig machen. Oh nein, 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 nein. Ah, Gottes Willen. Oh Gott, ich blute schon. Alter, ich blute schon. Ich weiß nicht mehr, wo ich schießen soll. Alter, ich weiß nicht, was ich treffen soll. Oh, ich habe bestimmt jetzt schon ein paar Zivilisten abgeknallt, Alter, wenn ich hier so rumballer. Oh nein, schon wieder Blut. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich schießen soll. Leute, helft mir. Ah, Kopfstabi. Oh, scheiße. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich... Ich sehe nichts mehr. Alter, ah, da ist einer. Mist. Boah, scheiße, Alter, das Auto explodiert doch gleich. Fahr da zurück. Oh, nee, wo sind die jetzt? Das, oh, nee, warte mal, das... Ah, nein! Oh Gott, ich dachte gerade, ich bin tot. Sie sind verletzt, gehen Sie in Deckung. Lass mich da rein. AK-47, Digga, yeah. Das ist eine Wumme, Digga. Mit dem kriegst du ein paar Leute Blatt hier. Jetzt geht's ab, Digga. Jetzt machen wir mal die Leute fertig hier. Für die Freiheit, Leute. So. Oh nein, da gibt's noch mehr Talibans. Ah, die wollen alle sterben, glaube ich.
Komm schon, du blöde AK-47. Funktionier doch. Ah, die ist so blöd, Alter. Drücken Sie L2, um eine Blendgranate zu werfen. Mach ich mal. Bewirkt bestimmt kaum was, aber trotzdem. Einfach mal werfen hier. So, folgen müssen wir den jetzt. Dass sich das so entwickelt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das geht ja voll ab hier. Also auf dem Pausenhof sind auch noch ganz viele. Ich hoffe, ich kann mich irgendwie verstecken. So, folgen. Dann schmeißen wir mal die Granaten, die wir haben. Wir haben ja noch ein bisschen Granaten hier am Start. So. Oh, scheiß Blendgranate. Jetzt muss ich Sperrfeuer reinmachen. So, irgendwas werde ich schon treffen, Leute. Bei 30 Schuss in 5 Sekunden. Oh, Granate. Oh nein, Leute, das war's. Ich bin tot, Leute. Ich bin so ein Idiot. Ich hätte ein bisschen aufpassen sollen, aber habe ich nicht getan, Mann. Hau trotzdem rein, Leute. Das war das. Ne, warte mal, ich lebe ja noch. Komm, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen nach vorne hier. Ballern die noch ab schnell, die uns erwischt haben. So, Sperrfeuer drauf. Jetzt habt das. So. Warte mal, gehen wir noch weiter rein? Ah, es geht noch weiter rein. Komm, wir schaffen das. Nein, nein. Ich bin verletzt. Gehen Sie in Deckung. Ja, Leute, das war's, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.